Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Baufunk24 TV, unser Pickup-Test. Und wir zeigen euch heute den neuen Ford Ranger, der erfolgreichste Pickup in Deutschland in seinem Segment. Und wir haben den als 3,2 Liter in der Wildtrak Edition. Wir haben ihn Onroad getestet im Anhängerbetrieb und wir zeigen, was Offroad in schwerem Gelände geht. Pickups werden ja auch in Deutschland, auch in Europa immer populärer und der Ford Ranger hat nämlich eins mit seinem Bruder aus den USA, dem Ford F-150 gemeinsam, denn beide sind in ihrem Segment und in ihrem Land jetzt hier in Deutschland und in USA jeweils Marktführer. Und während der F-150 ein Full-Size-Pickup-Truck ist, die Amis sagen ja einfach Truck zu so einem Pickup, ist der Ranger ein Vertreter der Gattung der Mid-Size-Trucks und die sind meistens bei uns so um die 5,30 Meter lang und können roundabout eine Tonne zuladen. Obwohl der Ford Ranger natürlich amerikanische Gene seitens seines Herstellers hat, wird er komischerweise in den USA gar nicht vertrieben. Aber man munkelt, dass sich das eventuell noch ändern soll. Gebaut wird der Ford Ranger in Südafrika und hier steht er eben bei uns in der Wildtrak Edition. Das ist die Top-Ausstattung und gleichfalls mit der Top-Motorisierung, nämlich dem 3,2 Liter 5-Zylinder mit 200 PS, 470 Newtonmeter Drehmoment auf der Kurbelwelle. Von der Optik macht der Ranger Wildtrak ja keinen Hehl daraus, dass er sich auch fürs Grobe nicht zu schade ist. Ich finde das Design rundherum eigentlich gelungen. Das ist schön geschärft hier. Die Sicken in der Haube, die Scheinwerfer sind so ein bisschen abgesetzt. Der Grill hier ist Anthrazit lackiert. Unten habe ich diesen angedeuteten Unterfahrschutz, der allerdings auch Plastik ist. Ich könnte mir das auch gut vorstellen, wenn das jetzt hier komplett in Chrom irgendwo wäre oder hier mit so Elementen wie zum Beispiel beim Amarok, wird dem Fahrzeug, glaube ich, auch gut stehen. Auch die 18 Zoll Felgen mit den All-Terrain-Reifen finde ich passend zum Charakter des Fahrzeugs. Ja, ich habe hier noch die Trittstufen, hinten die Ladefläche, ist ähnlich wie beim Amarok Aventura, hat er ja auch so eine Sportsbar, so eine Verkleidung, die auch hier ganz gut übergeht. In das Rollcover, was ich hier installiert habe, ist aus meiner Sicht nach der beste Kompromiss, weil ohne Hardtop, ohne Ladeflächenabdeckung kannst du es wirklich nur hier eingeschränkt nutzen, denn du hast nie sowas wie einen Kofferraum. Du kannst nicht mal eben da ein bisschen was reinlegen. Du musst alles sichern und ist natürlich auch nicht witterungsgeschützt. Habe ich einen Hardtop oder so eine Klappe, dann bin ich nach oben natürlich beschränkt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal meine Baukreissäge hier durch die Gegend fahren wollte oder eine Palette, sähe das schlecht aus. Beim Rollcover habe ich so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, weil ich kann es hier entriegeln. Und dann steht mir die Ladefläche auch nach oben komplett zur Verfügung. Zwecks Ladungssicherung habe ich hier an jeder Seite drei fixe Zurpunkte. Ich habe hier noch ein Schienensystem verbaut, auch ein nettes Detail. Hier noch auf der Ladefläche eine 12-Volt-Steckdose für vielleicht mal in der Freizeit die Kühlbox oder Ladegerät für einen Akkuschrauber. Ja, und was mir positiv noch auffiel, ist hier der Wasserablauf. Der ist hier relativ gut geschützt. Beim Amarok hast du den Ablauf hier so hergeführt und da ist uns das schon mal abgegangen durch Ladung, die da dran gekommen ist. Zum Zumachen zieht man hier dran an dem Gurt, Klappe zu. Ja, hinten auf der Heckklappe das Ford-Logo steht etwas vor, hat auch einen Sinn. Hier ist nämlich noch die Rückfahrkamera verbaut. Stoßfänger ist recht solide ausgeführt, hat uns auch im Gelände keine Probleme bereitet, seht ihr später noch. Hier habe ich auch eine Trittstufe noch und die Trailerbar hier, da wo die Anhängerkupplung montiert ist, das ist recht gut erreichbar. Die Steckdose ist jetzt nicht irgendwo zu sehr verbaut, dass ich da irgendwie drunter kriechen muss. Was ich auch noch einen Punkt finde, der positiv ist, dass die Funktion einer Trailerbar wie hier, wenn du im Gelände mal aufsetzt hinten, und das geht ja relativ schnell, wenn du über Bodenwellen fährst, er federt doch komplett mal ein, dann ist das auch hier ein bisschen so ein Unterfahrschutz.
und dir fliegt nicht gleich die Stoßstange weg. Auch praktisch, Ford-Fahrer kennen das auch von anderen Modellen, ist, du hast hier keinen Tankdeckel mehr, das ist quasi integriert, Zapfpistole rein, fertig. Finde ich sehr gut. Ja, lichttechnisch sind wir hier mit konventionellen Projektionsscheinwerfern unterwegs. Es gibt kein LED, kein Xenon meines Wissens nach. Tagfahrlicht ist auch konventionell ausgeführt, hatte aber. Was er auch hat, Fahrassistenzsysteme und da eine ganze Menge von. Wir haben einen Abstandstempomat, wir haben einen Spurhalteassistent oder Spurverlassenswarnung und wir haben auch einen Notbremsassistenten. Frage, die ich mir gestellt habe, vielleicht wisst ihr das, wo hat er den Radarsensor für den Abstandstempomat? Ich habe den nicht gefunden, ich dachte vielleicht hier oder unten, aber wer es von euch weiß, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Motorseitig hat unser Kollege hier den 3,2 Liter unter der Haube. Ich sehe gerade Haubenlifte, schön, und ich sehe gerade, hier wäre vielleicht eine Motorwäsche und ein bisschen Putzen mal angesagt, aber kleine Vorfreude hier für euch. Wir haben den Kollegen ja schon in der Zeitschleife Offroad getestet und ja, Ergebnis sieht man auch hier. Aber zurück zum Motor. 5 Zylinder ist im Prinzip ein alter Bekannter, den es auch im Transit gibt. Da hat er 4 Zylinder. Hier hat man einfach nochmal einen 5. Zylinder drangehangen. 3,2 Liter, 200 PS, 470 Newtonmeter. Wir haben hier von Ironman einen Schnorchel für eine erhöhte Watttiefe. Fahrwerksmäßig haben wir hier gute Hausmannskost aus dem Pickup-Bereich, nämlich vorne die Einzelradaufhängung und hinten die konventionelle Starrachse mit Blattfedern, bewährt und gut. Vorne Scheibenbremsen, hinten harter Trommeln. Innenraum im Ranger Wildtrak. Ich habe hier auffallend sofort mal die Sitzpolster mit diesem Wildtrak-Logo. Textil, relativ robusten Eindruck mit Lederapplikation. Ich weiß nicht, ob Kunstleder oder Echtleder. Ich glaube, das wird Echtleder sein. Könnt ihr noch mal in die Kommentare schreiben, falls jemand genaueres weiß. Ebenfalls, da denke ich, ist Kunstleder, aber das Armaturenbrett ist hier mit Leder bezogen, mit dieser orangefarbenen Ziernaht. Finde ich gut, sieht einigermaßen wertig aus. Das hier, die Kunststoffrahmung hier, die Flächen haben so einen leichten Carbon-Look. Auch hier um die Mittelausströmer. Ausströmer sind justierbar, aber nicht regulierbar. Das hat man sich hier leider gespart. Lenkrad hier bezogen mit Leder, relativ robust. Wie gesagt, das ist für mich, ich finde das im Amarok eigentlich besser mit dem weichen Nappa-Leder. Das ist hier nicht so ein Handschmeichler, aber ansonsten greift sich das ganz gut. Bedienung hier, Tempomat. Ich habe ja hier den Abstandstempomat verbaut. Finde ich das System, wie es zum Beispiel Nissan hat, mit einer Wippe hier besser, aber man kann sich dran gewöhnen. Klar, es ist immer eine Gewöhnungssache und gerade wenn ich jetzt hier innerhalb von 2 Wochen mit mehreren Fahrzeugen durch die Gegend kurve, dann ist das schon immer so ein bisschen eine Herausforderung, sich immer wieder darauf einzustellen auf Systeme und vor allen Dingen Systeme, die man vielleicht nicht so gewohnt ist. Hier 2 Lenkstockhebel, hier habe ich links auch noch den Spurhalteassistent, den ich aktivieren und deaktivieren kann. Auffällig noch, ist jetzt auch neu bei diesem Ranger jetzt, dass ich einen zentralen Tacho habe. Links und rechts habe ich Farbdisplays, die ich vielfältig konfigurieren kann. Beispielsweise habe ich jetzt hier rechts das Entertainment-Menü. Wenn ich auf Navigation gehe, dann kann ich dort auch Navigationsdaten anzeigen lassen. Ich habe hier jetzt einen analogen Drehzahlmesser. Ich kann aber auch umschalten auf einen Tachometer oder eben Optionen oder Infos vom Bordcomputer. Auch auffällig hier, ich habe hier vom Abstandswarner und vom Notbremsassistenten hier diese LED-Zeile dort vorne, die mich dann warnt mit Blinken bzw. den roten LEDs, die dann aufleuchten. Assistenzsysteme, genau, wir haben ja hier die Frontkamera, das beinhaltet eben auch einen Fernlichtassistenten, der einigermaßen funktioniert. Licht geht auch über Automatik, also Einschaltautomatik. Spiegelverstellung elektrisch, na klar, auch anklappbar, ist hier Standard in dieser Ausstattung. Dachhimmel
Anthrazit schwarz, finde ich, sieht gut aus. Ich habe hier zwei Leseleuchten, auch jetzt nichts Wildes. Ich habe hier Brillenfach, Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel, sowohl für Fahrer als auch Beifahrer. Und Lieblingsthema, ich kann sie hier klappen und siehe da, Ford hat mitgedacht für große Leute, ich kann die einfach nach hinten klappen. Und jetzt sieht man genau das, was mich nämlich immer stört, weil wenn ich das nicht kann und die Sonne kommt von der Seite, kann ich mir das hier fast sparen, weil ich immer seitlich geblendet werde. Wunderbar, hat sonst nur der Ram in unserem Testfeld, sonst hat es leider keiner. Da muss ich sagen, mitgedacht. Bedienung hier ist teils Audiosystem, also Lautstärke, Sender. Hier unten die Klimabedienung. Leider aus meiner Sicht nicht ganz konsequent umgesetzt, denn ich kann die Klima nicht komplett bedienen. Die Luftverteilung beispielsweise geht dann wieder über das Entertainment-System oben, über den Touchscreen. So, jetzt zeigt sich aus meiner Sicht auch direkt schon eine Schwäche dieses Konzepts, dass man hier Tasten konventionell mit einem Touchscreen verbindet, denn ich bin jetzt hier im Radiomenü und wenn ich jetzt die Luftverteilung mal eben ändern möchte, kann ich jetzt eben einfach hier die Luftverteilung zum Beispiel nur auf die Füße oder auf die Frontscheibe machen, sondern ich muss jetzt erst hier über das System in das Modul Klimatisierung gehen und jetzt kann ich entsprechend hier über Touchscreen anwählen. Und generell Nachteil beim Touchscreen ist immer, du hast ja nie eine haptische Rückmeldung. Das heißt, du kannst diese Tasten ja blind erfassen, auch in der Dunkelheit. Und auch hier kann man das noch so einigermaßen fühlen. Aber hier oben im Touchscreen hast du keine Chance mehr. Das heißt, du musst da immer hinschauen, bist letztendlich abgelenkt. Da kommen wir vielleicht noch mal generell zu dem System hier, Ford Sync 2. Bin ich kein Freund von. Absolut nicht, hat mich schon im Mondeo, als er noch rauskam, wirklich aufgeregt, dass man so ein System bringen kann in der Form, denn die Bedienung ist für mich nicht logisch und konsequent und es ist total langsam, Spracherkennung auch nicht besonders gut und dann sind es viele Details, die mich nicht so glücklich machen. Beispielsweise, ich bin im Entertainment und jetzt höre ich hier DAB. Hat er dabei, super, also da gibt es nichts zu meckern, aber jetzt höre ich ja auch viel Musik vom Handy über Bluetooth-Streaming und jetzt möchte ich das hier mal eben auswählen, aber das Bluetooth-Streaming ist hier unten verborgen, das heißt, ich muss jetzt erst einmal runter und dann habe ich hier mein V10 und dann geht's weiter. Also das ist so eine Sache, man sieht jetzt auch die Reaktionszeit. Da lässt er sich ein bisschen Ruhe. Das dauert immer 2-3 Sekunden. Aber Hilfe naht, denn Ford liefert mittlerweile Sync 3 aus, was von der Prozessorleistung wesentlich schneller ist. Bedienkonzept ist meines Wissens auch nach überarbeitet, sodass da die Hoffnung drin steckt. Also hier haben wir auch nochmal die externen Anschlüsse, Line-In über 3,5er Klinke, 2 USB und den SD-Karten-Slot für die Navi. Schaltung, hier 6-Gang Schaltgetriebe, gibt es ja auch optional mit einer Wandlerautomatik. Ich meine auch 6-Gang. Hier Offroad-Modi 4L, also 4-Rad mit Untersetzung, dann den normalen 4-Rad für die Straße, wobei es ist ein zuschaltbarer Vierrad, ich habe kein Mitteldifferential, das heißt eigentlich nicht permanent verwendbar, wenn der Untergrund nicht rutschig ist. Wendekreis wird auch vergrößert, also nicht zu vergleichen jetzt mit dem Amarok, mit dem Permanentallrad. Dann Autostart-Stopp kann ich deaktivieren, Parksensoren kann ich deaktivieren, ESP, dann hinten Sperrdifferential und die Bergabfahrhilfe, was auch eine Berganfahrhilfe ist. 12 Volt Steckdosen haben wir hier, 2 mit so Klappen, die dann zugehen. Wir haben hinten noch eine 12 Volt Steckdose. Wir haben hier ein Ablagefach, was auch optional gekühlt wird und wo ich dann hier noch im oberen Bereich ein zweites kleineres Fach habe. Handschuhfach 1. Ja, hier vorne noch ein Ablagefach, das macht sich ganz praktisch für mein Handy. Da ist das gut verstaut. Sitzheizung ist mir noch aufgefallen.
Die ist, wenn sie denn in Betrieb ist, relativ gut, auch dreistufig. Aber sie braucht relativ lange, bis der Sitz sich erwärmt. Das konnten andere im Test ein bisschen zügiger. Sitzkomfort hinten. Marlina sitzt jetzt gerade hier. Hier ist ein bisschen kalt. Wir haben es nämlich hier wirklich schattige 0 Grad. Sitz ist jetzt auf meine Körpergröße eingestellt. Da wird es ja schon ein bisschen gemütlich da hinten. Oder wie sieht es aus? Ist recht eng, ja. Ja. So, wenn man das jetzt noch etwas nach vorne macht. So wäre vielleicht normal gewachsener Mensch vorne. Dann geht's. Sitzwinkel sieht relativ steil aus von der Lehne. Ich habe hier Mittelarmlehne. Hat nicht jeder im Testfeld. Hier noch zwei Getränkehalter. Cooles Detail auch nochmal hier eine 220 Volt Steckdose. So wie ich das sehe, ist das eine Multisteckdose, die auch einen Euro-Stecker aufnehmen kann. Wenn jemand genaueres weiß, bitte nochmal in die Kommentare vielleicht schreiben, weil das habe ich jetzt nicht geprüft. Auch positiv hat nicht jeder, ist hier nochmal Kleiderhaken. Der Hilux hat ja zum Beispiel hier sogar an den Sitzen noch Haken. Und ich kann die Sitzbank auch nochmal hier so hochklappen. Hier habe ich auch nochmal zusätzlichen Stauraum. Und ebenso kann man hier die Lehne nach vorne, wenn ich hier irgendwie was verstauen möchte, ohne es jetzt direkt auf die Sitze zu legen, beziehungsweise hier ist auch mein Bordwerkzeug und Verbandszeug und Warndreieck untergebracht. Der Ranger hat schon einen eigenen Charakter. Man sitzt relativ hoch, also auch gefühlt hoch. Es gibt Pickups, da sitzt man zwar objektiv hoch, aber subjektiv fühlt man sich gar nicht so bullig. Und das macht ja auch die Haube, die relativ gerade ist, und auch der Motor. Der Motor ist ja ein Fünfzylinder, wirkt hier im Testwagen etwas schwach. Ich glaube auch nicht, dass unser Testfahrzeug wirklich die 200 PS hat, denn dafür sind die Fahrwerte nicht plausibel. Und es ist ein Fünfzylinder. Fünfzylinder ist ja vom Sound etwas kerniger generell, aber es passt eigentlich so zum Charakter. Also das ist schon vom Sound her ein bisschen nutzfahrzeugmäßig, ohne dass es jetzt zu extrem wird. Also der Ranger ist schon von der kernigen Sorte, aber nicht so extrem jetzt wie der Isuzu D-Max, der wirklich da ein eigenes Kapitel aufschlägt, was die Laufkultur des Motors anbelangt. Das ist wirklich 100% Nutzfahrzeug. Als Sounddesigner war hier ein Fan der 70er. Jetzt hier Landstraße, knapp Tempo 100. Da ist die Federung schon relativ stuckerig. Ich bin jetzt ja auch unbeladen, muss man auch immer bedenken. Den Amarok, den wir im Test hatten, der hatte ja nicht die Heavy-Duty-Federung. Der war deutlich komfortabler. Ich habe jetzt nicht den Vergleich, wenn der Amarok auch die Heavy-Duty-Federung hätte. Aber auch hier im Gelände ist mir schon aufgefallen, dass der Ranger wirklich einen schon ganz gut durchschütteln kann. Die Lenkung ist meines Wissens nach auch eine elektrisch unterstützte, eine elektrohydraulische Lenkung. Die ist im Stand sehr leicht, aber jetzt auf der Straße mir etwas zu indirekt, auch so um die Mittellage, könnte etwas mehr Rückmeldung geben. Allerdings Einschränkung hier, ich habe die AT-Reifen ja drauf, die schon so ein bisschen natürlich mehr Walken im Profil, das heißt von der Präzision ist das nicht vergleichbar mit einem Winterreifen oder mit einem Sommerreifen für die Straße. Kurvenmäßig, Straße ist ein bisschen feucht und mit den AT-Reifen sollte man wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Das kann auch ruckzuck passieren, dass man relativ schnell mal quer geht, weil sich das bei den grobstolligen Reifen relativ spät bis gar nicht ankündigt, dass das Heck dann mal rumkommt. Aber dafür eben auch im Gelände
mehr Grip. Und gerade hier bei Nässe mit den AT-Reifen, da merkt man auch die relativ liberale Auslegung des ESP, denn so wie eben jetzt geht das Heck relativ schnell quer, ohne dass da jetzt eine Regelung früh eingreift. Geräuschniveau relativ niedrig. Ich habe hier etwas Windgeräusche, gerade so zwischen 80 und 100. Auf der Autobahn selbst merke ich die dann gar nicht mehr so interessanterweise. Ich habe aber auch hier noch den Schnorchel verbaut, der vielleicht auch noch ein bisschen Windgeräusche verursacht. Selbst auf der Autobahn sind die AT-Reifen nicht besonders störend vom Geräuschniveau. Das sind dann eher die Windgeräusche, die dominieren. Die Reifen an sich waren jetzt für mich kein Negativpunkt, so wie ich das vielleicht vorab gedacht hätte. Jetzt sehe ich Verkehrszeichenassistent. Hier ist Tempolimit aufgehoben. Das hat er jetzt aber nicht mitbekommen. Abstandstempomat eingestellt. Ich kann den Abstandstempomaten oder den Tempomaten generell über die Tasten hier leider nur in 5er Schritten regulieren. Allerdings bekomme ich auch die Geschwindigkeit hier unten im Display immer angezeigt, die voreingestellt ist. Bedienung der Klimaanlage hier während der Fahrt. Ich habe hier eben jetzt die Klimabedienung nicht komplett über das Panel. Das heißt, ich bin jetzt hier in der Navi. Ich muss erst in mein Klimamenü gehen, kann dann hier einstellen. Und jetzt muss ich natürlich auch wieder auf die Navi umstellen. Das heißt, mehrere Bedienschritte, die ich auch nicht blind machen kann, weil man hier ein oder zwei Knöpfe sparen möchte, macht aus meiner Sicht echt keinen Sinn. So, jetzt kommen wir gleich in eine Tempo 70 Zone. Und dann wird er mir da auch die 70 anzeigen. Das hat er jetzt registriert. Jetzt hat er einen leichten Lenkeingriff. So, Tempo 50. So, wenn ich jetzt mal provoziert etwas dichter auffahre, dann sehe ich jetzt hier die Warnung. Das sind jetzt hier erstmal 6 LEDs und das wird dann noch mehr, sollte ich noch dichter auffahren, und dann kommt auch eine akustische Warnung, wenn ich hier mit dem Tempomat unterwegs bin. So, jetzt zum Beispiel 70, 6. Gang, jetzt sagt er mir, ich soll runterschalten. Jetzt hat er es deaktiviert, weil 40 im 6. passt nicht so. Jetzt laufe ich auf den langsam fahrenden Verkehr auf. Jetzt kommt die Meldung, jetzt schalte ich runter, lasse die Kupplung wieder kommen und der bleibt in dem Modus drin. Das ist also trotzdem, dass es jetzt hier Schaltgetriebe ist, relativ problemlos. Ich kann jetzt auch hier in den 4. Ja, jetzt hat das deaktiviert, weil ich zu lange im Leerlauf war. Selbstreden natürlich keine Stop-and-Go-Funktion hier bei dem Abstandstempomaten, weil das wird natürlich mit dem Schaltgetriebe nicht funktionieren. Ich habe auch hier, wie bei Ford üblich, mit dem grünen Pfeil die Schaltempfehlung, kann auch problemlos jetzt hier so 60, 65 im 6. Gang. Verbrauch jetzt hier so auf der Tour über Land laut Bordcomputer gute 9 Liter. Wenn man wirklich sehr zurückhaltend fährt, schafft man auch eine 7 vor dem Komma. Aber wenn man natürlich auf der Autobahn schnell fährt, dürfen es auch 12 oder 13 sein. Das ist wirklich sehr variabel. Und gerade bei einem Pickup, der auch oben auf der Autobahn im hohen Geschwindigkeitsbereich einen sehr großen Luftwiderstand hat, da wird der Verbrauch nach oben auch recht üppig. So, kurz vor Weihnachten, Tage sind natürlich kurz, das heißt, wir haben hier noch nicht mal 17 Uhr und eigentlich ist es schon dunkel.
weswegen jetzt auch Teile des Fahrtests natürlich nicht mehr hier im Sonnenschein stattfinden sollen. Jetzt fahre ich auf die Autobahn, vierter Gang, Vollgas. Ab 3 wird es wieder zäh. Also drehfreudig ist er wirklich nicht, der Motor. Da bringt es nichts, jetzt hier auszudrehen, da kommt nicht mehr viel oder noch viel weniger. Ja, hier auf der A1 wird es ja gleich dreispurig. So, Tachovoreilung bei 140 etwa 7 km/h. Hinter mir ein Sprinter. Ich drücke voll drauf. Ja, ein bisschen mehr geht. So, jetzt habe ich Tacho 180, echte 170. Und hier wird das schon wieder langsamer. Also tatsächliche VMAX 170. So. Und dritten lasse ich drin. So, 14.1. Der Ranger-Motor ist wirklich relativ eng vom Drehzahlband. Der hört wirklich ab 3000 Touren brutal auf. Ist vielleicht auch eine Erklärung für meine schlechten Werte von 0-100. Ich habe teilweise aber auch früh geschaltet. Trotzdem kam ich da nicht auf die Werksangabe von 10-9, bei weitem nicht. Wir haben mit Ford Rücksprache gehalten, die haben gemeint, das kann auch an den AT-Reifen liegen und an dem verbauten Schnorchel, der dann in dem Bereich vielleicht die Leistung etwas drosselt. Könnte vielleicht eine Erklärung sein. Thema Rückfahrkamera, da muss ich Ford ein Kompliment machen. Die haben es aus meiner Sicht nach wirklich hier alles richtig gemacht. Ich zeige euch das mal. Also erstmal Rückfahrkamera aktiviere ich natürlich mit Rückwärtsgang einlegen. So, was sehe ich jetzt? Ich habe natürlich hier meinen Bereich mit der Kugelkopfkupplung, die ich sehr schön sehe. Was ich euch leider jetzt nicht zeigen kann, ist, wenn ich rangiere, habe ich hier diese Parklinien und hier habe ich auch eine Mittellinie. Das heißt, ich kann dann wirklich mit dem Lenkrad, die sind auch dynamisch, wenn ich hinten an den Hänger ranfahre, wirklich die Deichsel anvisieren und bin komplett wirklich auf dem Punkt drunter. Gefiel mir sehr gut. Dann habe ich die Möglichkeit, hier noch auch den Zoom reinzumachen. Gerade wenn ich dann auf den letzten paar Zentimetern bin, ist auch gut. Vor allem, wie man es jetzt hier sieht, ich habe wirklich diesen Top-Shot. Der D-Max zum Beispiel hat die Kamera am Nummernschild montiert, sodass ich dann drauf gucke. Also geht auch, aber gewöhnungsbedürftig. Das hier ist wirklich optimal. Zumal verschmutzt die Kamera auch dann nicht so schnell. Und was mir jetzt auch gefällt ist, bei anderen Kandidaten war es zum Teil so, dass wenn ich den Hänger dran habe und ich rangiere, gehen hinten die Sensoriken an und machen Vollalarm, weil sie die Deichsel vom Anhänger detektieren, was natürlich Blödsinn ist. Kannte ich so von meinem Auto auch gar nicht so, weil ich dachte, das wäre Standard, ist aber nicht. Nur hier haben sie es auch so gemacht, wenn hier ein Hänger angekoppelt ist, dann sehe ich auch direkt hier im Bild, aha, dieses Anhängersymbol. So, wenn ich jetzt Hindernisse im vorderen Bereich habe, zum Beispiel der Max, der hier gerade mal vors Auto geht, dann arbeitet die Parksensorik nach wie vor und ohne, dass die hinteren hier aktiv wären. Ja, und auch noch ein gern angesprochenes Thema von mir, was er eben auch macht, was viele nicht machen und ich auch nicht nachvollziehen kann. Wenn ich nämlich jetzt rangiere, sei es im Gelände, sei es auch hier am Hänger, ich muss noch mal vorsetzen ein bisschen. Es geht ja nicht nur darum, dass ich jetzt, wenn ich den Hänger anhängen will, dass ich unbedingt in einem Zug nach hinten und gut ist, sondern ich muss vielleicht noch mal ein Stückchen vor. Und wenn ich dann in den Vorwärtsgang schalte, ist das Bild weg. Hier ist es so, ich habe hier eine Verzögerung drin und das Bild verschwindet erst, wenn ich mich wirklich in Bewegung setze, also bestimmte km/h überschreite. Das heißt, ich kann auch hier einen ersten schalten, kann langsam
anfahren und das Bild bleibt nach wie vor da. Vergrößerung habe ich jetzt hier nicht als Option, aber die müsste ich jetzt auch nicht haben. Von daher Kompliment an Ford, aus meiner Sicht die beste Umsetzung an der Rückfahrkamera in unserem Testfeld auch. Wenn ich noch was mir wünschen dürfte, dann wäre es wie beim Nissan Navara die manuelle Option, dass ich manuell eben auch aus dem Vorwärtsgang beim Rangieren die Kamera aktivieren kann und vor allem natürlich diesen Bird View, also die 360 Grad Ansicht von oben, weil das ist wirklich klasse, das hatte auch in unserem Test nur der Nissan Navara. Jetzt haben wir hier unseren Anhänger hinter dem Ranger, 3,1 Tonnen mit dem Minibagger hinten drauf. Ja, der Ranger kann hier in der Konfiguration als 3,2 Liter mit 200 PS und dem Allrad 3,5 Tonnen maximal ziehen. Er hat hier ein Leergewicht von rund 2,3 Tonnen, ist also da in dem Bereich wie auch der Amarok V6 oder der Navara. Generell der Ranger mit Anhänger ist vom Fahrverhalten problemlos, auch Nachlaufverhalten des Hängers hier. Kein Grund zur Klage. Spiegel sind gut, kann man alles gut erkennen. Ich hatte ja auch schon das Thema Rückfahrkamera erwähnt, was hier wirklich super gelöst ist. Da gibt es keine Klagen. Ja, verbrauchstechnisch waren wir hier mit Hänger auf unserer Verbrauchsrunde mit 12,8 Litern unterwegs. Das ist jetzt nicht der Bestwert, ist auch jetzt nicht in dem Bereich wie der Hilux, der da mit dem Hänger einfach überfordert war. Aber der Spitzenreiter war ja der D-Max mit 12,2, Amarok dann mit 12,3. Und da auch nochmal ein Vergleich zum Amarok V6. Wir hatten ja bei dem Amarok V6 schon relativ viele Kommentare, sowohl bei uns im Forum als auch auf YouTube. Und in anderen Portalen habe ich da auch was gelesen, dass die Ranger-Fahrer wirklich sehr vehement ihren Motor auch verteidigen, von wegen 3,2 Liter Hubraum und der macht alle anderen, lässt er stehen. Kann ich so nicht bezeugen. Generell würde ich sagen, dass der Amarok V6 und der Ranger, obwohl vergleichbarer Hubraum, vom Motor Unterschied sind wie Tag und Nacht. Wenn du dir mal die Werte vom Amarok gibst, der hat ja bereits bei 1400 Umdrehungen 550 Newtonmeter und der Amarok hat noch diesen Overboost, das heißt für 10 Sekunden macht er mal die Schotten richtig auf. Dann hast du 580 Newtonmeter und eine Spitzenleistung von 245 PS. Und der Amarok hält das Drehmoment auch weitaus länger und auch die Leistung. Das heißt, ich glaube, bis 4.500 hält er die Leistung konstant. Also er erreicht die früher, aber du kannst ihn wirklich dann auch drehen. Das ist eben ein Biturbo, wo der eine kleinere Turbo dann obenrum die Arbeit macht. Und das dann von der Leistungscharakteristik entsprechend ausgewogener ist. Also da sind auch im Hängerbetrieb die Unterschiede wirklich deutlich gewesen. Und selbst der Amarok V6 mit der 204 PS Maschine, den man also leistungsmäßig jetzt so vergleichen könnte, der hat, müsste ich jetzt aus dem Kopf sagen, glaube ich, 500 Newtonmeter, die dann schon bei 1250 Touren anliegen. Und der hat eben dann auch wieder das breitere Leistungsband nutzbar. Also auch da denke ich, dass sich das deutlich anders fährt. Fazit im Trailerbetrieb, Ranger 3,2 kannst du mit leben, aber er reißt jetzt keine Bäume aus. Und ja, grundsätzlich Fahrverhalten so, alles super, keine Klagen. 0,80 im Ford Ranger. Wir resetten unsere Zeiten. Ersten Gang. So, wir hatten keinen Schlupf, aber ab 3000 ist der Motor wirklich sehr zäh. Man merkt, da kommt nichts mehr. 70. So, zum Mitschreiben, was haben wir für eine Zeit? 19,7. Beim Schaltgetriebe ist natürlich schon ein bisschen
kniffliger, da wirklich gute Zeiten rauszufahren, anders als bei der Automatik. Trotzdem sollte das eigentlich nicht in dem Bereich liegen, dass wir hier von um die 8 Sekunden schlechter sind als der Isuzu, trotz mehr PS. Ford Ranger Wildtrak, eigentlich hier prädestiniert für Offroad, weil er hat nochmal Zusatzfeatures für den Offroad-Bereich. Er hat zum einen den Ansaugschnorchel, hilfreich bei Wasserdurchfahrten, dass der Motor keinen Wasserschlag kriegt. Der Ranger hat für den Offroad-Bereich und am ganzen Testfeld eigentlich die besten Reifen montiert. Der hat die BF Goodrich AT-Reifen mit dem groben Profil und hier sieht man auch, klar, irgendwann setzen die sich auch zu, weil es gibt natürlich auch noch eine Stufe drüber für rein Offroad, aber das Profil hier hat sich eigentlich jetzt nicht zugesetzt. Bei den anderen Reifen hat man das gesehen, da war Ende. Und vorne haben wir Einzelradaufhängung an Schraubenfedern. Hinten, wie alle anderen Kollegen im Testfeld auch, die Starrachse blattgefedert. Hat halt im Gelände einfach, wie gesagt, den Vorteil, maximale Verschränkung möglich. Und maximale Verschränkung gleich maximaler Bodenkontakt, weil wenn kein Bodenkontakt mehr, kein Vortrieb. Ja, antriebsseitig, wie sind wir hier unterwegs? Wir haben hier den 200 PS 3,2 Liter Fünfzylinder mit der Sechsgang manuellen Schaltung. Wir haben den Allrad mit der optionalen Untersetzung zuschaltbar, also Allrad zuschaltbar, Untersetzung zuschaltbar. Und wir haben ein Sperrdifferential für die Hinterachse. Das Sperrdifferential ist auch Option, ist beim Wildtrak nicht Serie, sollte man unbedingt dazu nehmen, weil es auch verhältnismäßig preiswert ist, ich meine um die 350 Euro. Und wir haben auch hier Berganfahrhilfe, Bergabfahrhilfe. Das heißt, wenn du am Berg stehen bleibst, gehst von der Kupplung, hält er die Bremse, bis du Gas gibst. Und wenn du abfährst, Berg runterfährst, einfach laufen lassen, geht sogar im Leerlauf und der bremst selektiv das Fahrzeug so schön über die Räder ab. Wir haben hier Unterfahrschutz. Unterfahrschutz hier aus Blech. Was man hier sieht, nicht so doll. Hier dieser angedeutete Unterfahrschutz ist aus Plastik. Und wenn das einmal aufsetzt, was hier schon der Fall war, habe ich hier die hässlichen Kratzer. Kann ich, wenn ich penibel bin, wirklich das Teil direkt neu kaufen. Da ist so ein bisschen so die Frage, ob man das nicht auch etwas robuster hätte machen können. Kennzeichen hat schon leicht gelitten bei der Wasserdurchfahrt, aber ist noch dran. Da gibt es ja andere Kandidaten, die das schon nicht mehr haben, aber wir lernen dazu. Und wir haben hier die Rockslider, die hier Plastik sind, aber darunter Metall. Relativ robust ausgeführt, aber hat auch zwei Seiten. Schützt auf der einen Seite den Schweller des Autos, aber nimmt natürlich an der Seite ein bisschen die Bodenfreiheit. So, dann würde ich sagen, los geht's. Offroad im Ford Ranger Wildtrak. Wir haben hier unseren All-Terrain-Reifen, was schon mal positiv ist. Wir haben hier Sechsgang, manuelles Getriebe, die zuschaltbaren Vierrad, jetzt hier mit der Untersetzung. So, hier haben wir zum Beispiel mal eine Stelle mit einer sehr starken Verschränkung. Zieht er sich rein, kommt er hoch vorne, ja, jetzt kommt er hinten, jetzt sitzt er ein bisschen auf, aber er zieht sich. Und ich finde subjektiv, wenn du jetzt hier mit einem Schalter wärst, mit Schaltgetriebe, du hast einen starren Kraftschuss, du fährst mit der Untersetzung, du kannst ja an dem Standgas das rollen lassen, jetzt zum Beispiel. Und der läuft einfach. Das bringt so ein bisschen Ruhe rein, finde ich. Und wenn wir zum Beispiel mit dem Amarok, mit dem Wander fahren, dann müssen wir immer ein bisschen mit dem Gas spielen, damit wir dann die nötige Power haben. Und hier, wie gesagt, Standgas. Ich bin nicht auf dem Gas und er zieht sich langsam den Weg hoch. So, zweiten Gang. Geht auch im Standgas. Wie gesagt, die sind so niedrig
untersetzt. Und das ist auch bei den Kollegen hier, sei es der Ranger, sei es der Hilux, sei es der Isuzu, habe ich was vergessen, Navara, die alle eine Untersetzung haben, die wirklich sehr kurz dann ist. Also auch nicht 50% kürzer, sondern wenn du da im ersten vielleicht noch 30 maximal fahren kannst, dann sind das ausgedreht im ersten in der Untersetzung sind es hier 10 km/h, sodass du dann wirklich schon nahezu einen Krieggang hast im ersten Gang. So, ersten Gang, mal gucken. Hier links. Jetzt gebe ich ein bisschen Gas, aber er quält sich. Und jetzt ist hier kein Fortkommen. So, Problem ist, rechts haben wir kaum Bodenkontakt, rechts zieht durch. Links bleibt stehen, ne? Wobei links noch Grip hätte. So, uns fehlt jetzt quasi vorne ein Sperrdifferenzial. Vielleicht wäre da noch mehr drin. Mal gucken, ein bisschen Schwung. Problematisch ist, dass die Reifen jetzt auch ziemlich zusitzen. Das heißt, haben wir eben mal geguckt, durch diesen lehmigen Schlamm hat sich das Profil ziemlich zugesetzt. Aber mich interessiert jetzt selber noch mal, ob der Amarok hier jetzt hochkommen würde, weil er hat uns eben ja schon ein bisschen überrascht. Freunde der Nacht, hier auch noch mal eine relativ anspruchsvolle Situation. Das sieht schon sehr wild aus, wenn man da jetzt hochguckt. Also wäre schon zu Fuß mehr so das Thema Bergbesteigung hier. Und da wollen wir mal schauen, was unser Kollege aus Südafrika dazu sagt. So, ich fahre mal hier wieder mit Low, mit Sperre, zweiten Gang und los geht's. So, kein Thema. Wenn wir das Ganze jetzt noch mal mit ein bisschen mehr Verschränkung üben. Dann ist hier Schluss. Hier könnt ihr jetzt noch mal die Funktion der Diffsperre sehen. Ich habe jetzt hier Rad hinten in der Luft, keine Diffsperre drin. Ich gebe Gas, was passiert? Vortrieb gleich 0, Rad in der Luft dreht. So, jetzt mache ich hier Sperre rein. Vortrieb ist aber trotzdem nicht ausreichend da. So, dann nehme ich hier den normalen Weg. Schwer. Also man kann den
Ranger schon zügig ums Eck jagen. Die Federung, die ist schon echt deutlich krasser, härter als beim Amarok. Da bin ich ja hier auch relativ mit viel Querdynamik durchgefahren. Schlägt die Federung auch schon mal durch. So, ESP bremst mich hier gefühlt nicht ein. So, frei nach JP Krämer. Fährst du quer, siehst du mehr. So, was jetzt noch aussteht, ist hier der schicksalshafte Aufstieg, an dem bisher alle Kandidaten eigentlich gescheitert sind. Wenn wir im normalen Tempo hochfahren, also mit Schwung, kommt eigentlich jeder drüber. Aber wir fahren jetzt mal mit Untersetzung, mit Liftsperre, zweiten Gang hoch und schauen, ob es packt. Da ist, würde ich mal sagen, Ende der Veranstaltung. So, ich habe jetzt nochmal die Berganfahrhilfe dazu. Das heißt, wenn ich jetzt von der Bremse gehe, dann hält er die Bremse noch ein bisschen, bis ich Gas gebe. Versuche jetzt nochmal im ersten, ob da ein bisschen mehr geht. Jetzt aus dem Stand. Und hier kommt diese Stufe. Ist Ende. Aber schön, dass er mir die Schaltempfehlung hier gerade gibt, ich soll hochschalten. Hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil wir eigentlich hier die besten Offroad-Reifen drauf haben. Mit ein bisschen mehr Schwung ist das Ding natürlich gegessen, aber jetzt hat man auch gehört, ich habe da deutlich aufgesessen auf den Einstiegsstufen. Ja, Ranger im Gelände kann eine Menge, auch nicht alles. Hat mich so ein bisschen überrascht, dass mit den Reifen an einigen Stellen nicht mehr ging. Aber was mir gut gefallen hat, ist eben die Untersetzung mit dem Getriebe, mit dem Motor. Dass du wirklich hier relativ easy, langsam Schrittgeschwindigkeit, auch Steigung nehmen kannst. Und das Ganze recht entspannt wird. Also mein Fazit zum Ford Ranger Wildtrak hier nach 2 Wochen bei uns im Test Onroad, Offroad und als Zugfahrzeug. Optisch finde ich das Fahrzeug super. Das ist kein weichgespülter Pseudo-Truck, sondern ein richtiger Pickup-Truck in der Midsize-Klasse. Wir haben einen Motor unter der Haube, der eben aber auch zeigt, woher er kommt, nämlich dass er ein Nutzfahrzeugaggregat ist. Und beim Thema Assistenzsysteme ist er eben auch vor dem Amarok, wo es diese Sachen nicht mal für Geld und gute Worte gibt. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es vielleicht ein Fahrzeug wie der Ranger mit dem ausgeklügelten Permanentallrad des Amarok und dem Motor des Amarok und dem Onroad-Komfort des Amarok. Dann hätten wir, glaube ich, für mich die ideale Kombi. Frage an euch, wie gefällt euch der Ford Ranger? Habt ihr vielleicht selber einen Vorgänger eventuell oder einen anderen Pickup-Truck? Schreibt das uns in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Auch unsere Testergebnisse vielleicht mal kommentieren. Und ich würde mich ebenso über ein Like freuen und natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert, weil denkt dran, wir haben noch andere Fahrzeuge im Test und am Ende kommt nochmal der große Vergleich.